Daniel. Daniel. Hiob. 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 Josua. 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 Judas. 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 Und Brian. Und Brian. Brian. Ich schlage nun vor, dass alle sieben dieser Ex-Brüder damit nun ins Protokoll aufgenommen werden als Märtyrer auf Probe für die Sache. Ich unterstütze den Antrag. Danke, Loretta. Die anderen durchnicken. Geschwister, lasst uns nicht verzagt sein durch dieses. Denn eine totale Katastrophe wie diese ist erst der Anfang. Ihre glorreichen Tode sollen uns alle noch fester verbinden. Aufgepasst! Hallo! Matthias! Reg! Geh weg! Reg, ich bin es, Brian! Raus hier, verschwinde! Stan! Ach, schwör ab! Verpiss dich! Hau ab, Mann! Ich komme! Ich zu dieser Zeit steht. Ein Mann soll seinen Esel schlagen und seines Neffen und jeden in der Nähe. Meine Augen sind trübe, meine Beine sind müde. Bist du Matthias? Ja. Wir haben Grund zu der Annahme, dass du möglicherweise einen gewissen Brian von Nazareth verbirgst, mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Volksfront von Judäa. Was, ich? Nein, ich bin nur ein armer alter Mann. Ich habe keine Zeit für Gesetzesbrecher. Meine Beine sind grau, meine Ohren sind leer, meine Augen sind alt und gebeugt. Ruhe! Einfallspinsel. Wache! Hausdurchsuchung! Weißt, welche Strafe vorgesehen ist im römischen Gesetz für das Beherbergen eines Verbrechers? Nein. Die Kreuzigung. Oh. Scheußlich, hä? Es gibt Schlimmeres. Was meinst du damit, es gibt Schlimmeres? Man kann auch erdolcht werden. Erdolcht? Was? Das dauert nur eine Sekunde. Die Kreuzigung dauert Stunden. Das ist ein langsamer, grauenvoller Tod. Naja, aber wenigstens ist man dabei an der frischen Luft. Er hat eine Meise. Mein Herr, ich habe nichts finden können, Herr. Aber keine Sorge, das war nicht das Letzte, was du von uns gesehen hast. Verdrehter Opa. Grübennase. Pass auf! Das war noch mal Glück. Es tut mir leid, Reg. Oh, hört ihr das, Geschwister? Es tut ihm leid. Es tut ihm leid, dass er die 5. Legion zu unserem amtlichen Hauptquartier geführt hat. Nun, alles in Ordnung, Brian. Setz dich. Nimm dir einen Keks. Mach es dir schön bequem. Du Arsch! Du dämlicher, spatzenköpfiger, völlig irre geworden! Und die Verwirrung, die darauf entbrennen wird. Meine Beine sind taub und blind, meine Ohren sind grauhaarig, ja? Da ist noch ein Platz, wo wir nicht nachgesehen haben. Wache! Ich bin nur ein armer alter Mann, meine Augen sind blau, meine Nase ist krumm. Hast du schon mal bei einer Kreuzigung zugesehen? Kreuzigung ist doch Firlefanz. Sag das bitte nicht dauernd. Habt den Löffel gefunden, Herr. Gut gemacht, Sergeant. Wir kommen wieder. Blödes Huhn.